Viele von euch wissen sicherlich schon, worum es gleich geht. Aber diese Nachricht bzw. dieser Shitstorm, der muss nach außen getragen werden. Und deswegen auch mein kleiner Hinweis an euch. Teilt dieses Video, gebt es an euren Freunden weiter und informiert einfach mal die Unwissenden. Noch eine kleine Sache vorweg. Hier geht es nicht um die spielerische Qualität von Star Wars Battlefront 2. Es geht eher um die Machenschaften von Electronic Arts. Aber lasst uns das Ganze mal kurz und relativ simpel erklären. Star Wars Battlefront 2 hat Lootboxen, wie so viele andere Spiele auch, und wie so viele Spieler finden das die meisten Leute auch kacke. Und das ist auch legitim. Bei Star Wars Battlefront 2 gibt es aber noch ein zusätzliches Problem. Wenn man nämlich zum Beispiel mit Darth Vader oder Luke Skywalker zocken möchte, dann muss man diese freispielen. Und mit freispielen ist nicht gemeint, dass man ein, zwei Stunden zocken muss, sondern heilige Scheiße, muss man lange dafür zocken. Nun gibt es aber selbstverständlich bei Electronic Arts immer die Option, nochmal Kohle dafür auszugeben. Und das alleine ist natürlich schon scheiße. Daraus folgte natürlich ein Shitstorm und der war auch berechtigt, denn man musste wirklich lange zocken oder anders gesagt, man wurde fast schon dazu gezwungen, Geld auszugeben, wenn man mit diesen Charakteren zocken möchte. Aus dieser Situation heraus folgte der erste Shitstorm und Electronic Arts hat hier etwas, naja, durchaus mal richtig gemacht. Sie haben reagiert, sie haben die Kritik gehört und etwas geändert. Nämlich, sie haben die Kosten für die Helden, also die Freischaltkosten, drastisch gesenkt, nämlich um knapp 75%. Das heißt, rein theoretisch musste man jetzt nicht mehr 20 Stunden zocken, sondern nur 3 oder 4 Stunden zocken. Das Problem ist, Electronic Arts wäre nicht Electronic Arts, wenn sie nicht einen riesigen, dampfenden Haufen Kacke oben wieder draufsetzen würden auf dieses nette, in Anführungszeichen, Angebot. Denn die lieben Leute dachten sich, ha, die Spieler, die sind ja richtig dumm, die feiern das denn, weil wir so nett sind. Und tatsächlich, einige Leute via Twitter oder auch Newsseiten haben das direkt aufgegriffen, aber haben da nicht bemerkt, dass EA gleichzeitig auch die Belohnungen um 75% reduziert hat. Soll zum Beispiel bedeuten, wenn ihr die Einzelspielerkampagne durchgespielt habt, bekommt ihr 75% weniger Belohnung. Und diese Belohnung braucht ihr ja, um die Helden wieder freizuspielen. Das heißt also, was hat EA gemacht? Die haben einfach die Währung heruntergesetzt oder einfach hinten eine Null entfernt. Und zwar nicht nur bei den Kosten, sondern auch bei der Belohnung generell. Also, nochmal simpel gesagt, machen wir mal eine Milchmädchenrechnung, damit es jeder versteht. Wolltet ihr mit Luke Skywalker spielen, dann musstet ihr dafür 1000 Ingame-Punkte bezahlen. Habt ihr die Kampagne durchgespielt, habt ihr aber nur 500 bekommen. Und das war halt dann Kacke, sagen wir es einfach mal so. Nun hat EA aber darauf reagiert und gesagt, ah, gar kein Problem, ab sofort braucht ihr nur noch 100 Punkte, um da Luke freizuspielen. Und ja, da haben sich natürlich die ersten Leute gefreut, denn die dachten, hey, für die Kampagne bekommen wir schon 500. Dummerweise hat aber auch da EA die Null entfernt und für die Kampagne hat man nur noch 50 bekommen oder bekommt man nur noch 50. Soll bedeuten, EA hat einen Scheiß geändert. EA bescheißt auf allerunterster Ebene. Und das ist so unglaublich dreist und dumm, dass wir uns tatsächlich fragen, ob wir einfach deswegen sagen sollen, dass Star Wars Battlefront 2 ein katastrophales Spiel ist. Das wäre allerdings auch nicht wirklich korrekt. Aber wie wir damit jetzt umgehen wollen, fraglich, fraglich, fraglich. Fakt ist, EA bescheißt seine Fans. Und das kann man sich vielleicht noch leisten, weil man ja so unglaublich viel Umsatz macht. Aber ich sage euch eins, irgendwann fällt das auf Electronic Arts mal endlich zurück. Und dann, wenn sie dann tatsächlich mal ihre Fanbase bräuchten, weil sie ein bisschen in Schieflage geraten sind, dann werden sie keine Fanbase mehr haben. Und dann werden sie merken, dass sie einfach sang- und klanglos untergehen. Und ratet mal, wer nicht hinterherheulen wird. Exakt, wir. Und wir hoffen, ihr auch nicht.